Mit deinem Chor ins Ausland und dort auf andere begeisterte Sängerinnen und Sänger treffen? Oder selbst einen Chor nach Deutschland einladen? Neues lernen, den Horizont erweitern und ganz viel zusammen singen? Die Deutsche Chorjugend unterstützt euch dabei. Die Deutsche Chorjugend ist die größte Interessensvertretung in Deutschland für junge Sängerinnen und Sänger. Als Bundesverband setzen wir uns für Kinder- und Jugendchöre ein. Neben vielem anderen fördern wir auch den internationalen Austausch von Kinder- und Jugendchören. Und jedes Jahr treffen sich Chöre aus verschiedenen Ländern, um gemeinsam zu singen und sich kennenzulernen. Zusammen erweitern sie ihren musikalischen und künstlerischen Horizont, studieren neue Stücke zusammen ein und erleben einfach eine ganz intensive Zeit miteinander. Die Begegnungen gehen etwa 5 Tage bis zu einem Monat. Meistens entsteht aus einer Begegnung eine Chorpartnerschaft und oft kommt es zu einem Gegenbesuch. Wir fördern Projekte mit fast allen Ländern. Die Chöre singen nicht nur gemeinsam, sondern sie setzen sich auch mit gesellschaftlichen, politischen und musikalischen Fragen auseinander. Das kann zum Beispiel so aussehen. 2013 reiste ein Bremer Chor nach Estland zu einer Chorbegegnung mit einem estnischen Jugendchor. In Estland hat das Singen nämlich einen sehr hohen Stellenwert und regelmäßig finden dort große Liederfeste statt. Die beiden Chöre stellten sich gegenseitig die Musiktraditionen ihrer Länder vor, tauschten sich darüber aus, was Singen für sie bedeutet und natürlich haben sie auch ganz viel gemeinsam gesungen. Neben dem gemeinsamen Singen und der Auseinandersetzung mit einem selbstgewählten Thema geht es vor allem auch darum, dass Kinder und Jugendliche erste Erfahrungen sammeln können, selbst solche Projekte zu organisieren und zu planen. 2016 reiste zum Beispiel ein Chor nach Mallorca und eine Gruppe Jugendlicher hat die gesamte Planung und Organisation der Begegnung selbst übernommen. Es geht also um das gemeinsame Singen und Kennenlernen, ein selbstgewähltes Thema zu bearbeiten, Kinder und Jugendliche aktiv zu beteiligen und vor allem die Perspektive zu wechseln und dadurch Stereotype zu hinterfragen und Vorurteile abzubauen. Habt ihr Lust bekommen, auch so eine internationale Chorbegegnung zu starten? Wir unterstützen euch dabei organisatorisch und finanziell. Zuschüsse gibt es unter anderem für die Vorbereitung, Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung, Dolmetscherinnen, Dolmetscher, Exkursionen und für die Nachbereitung der Begegnung. Was in eurem konkreten Fall dann jeweils gefördert werden kann, klären wir individuell. Eine Förderung zu beantragen ist nicht kompliziert. Als erstes braucht ihr eine Idee und einen Partnerchor im Ausland, mit dem ihr euch treffen wollt. Dann kontaktiert ihr uns, füllt das kurze Anmeldeformular auf unserer Website aus und schickt einen Kostenplan und eine Projektskizze mit. Nach der Anmeldung nehmt ihr an unserem Workshop Fit für die Förderung teil. Dort könnt ihr alle eure Fragen stellen, ihr bekommt die Informationen rund um den Förderablauf und ihr lernt auch Chöre aus ganz Deutschland kennen, mit denen ihr euch austauschen könnt. Nach dem Workshop stellt ihr den eigentlichen Antrag. Der besteht aus dem ausgefüllten Antragsformular, einem Kosten- und Finanzierungsplan und einem Projektkonzept. Wenn der Antrag passt und ihr die Förderung bekommt, kann der Spaß losgehen. Und ihr braucht wirklich keine Angst vor sperrigen Behördenbegriffen zu haben oder einem großen Zeitaufwand. Denn wir begleiten euch über die gesamte Projektlaufzeit. Von der Projektplanung über die Vorbereitung, Antragstellung bis hin zur Abrechnung nach der Begegnung. Ihr könnt euch jederzeit mit euren Fragen an uns wenden, denn dafür sind wir da. Run, 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 my baby, run, 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 my baby, this is how we do it.